Ein ehrgeiziges Projekt, der Facel Vega Facel Ya, soll Ende der 50er Jahre Porsche und Alfa Konkurrenz machen und der noch jungen französischen Luxuswagenfirma ein neues Käufersegment erschließen. (1959) erscheint der kleine Facel, die Facel Ya. Das Unternehmen stellt den zweisitzigen Sportwagen auf dem Pariser Autosalon der Öffentlichkeit vor. Der Wagen kommt bei der wohlhabenden Autoklientel gut an und bis Jahresende liegen bereits 1000 Bestellungen vor. Es gilt als schick, einen Facel zu bewegen. Für den als Cabrio und Coupé erhältlichen Facel Ya lässt die kleine Firma einen eigenen Motor entwickeln, einen Vierzylinder mit zwei obenliegenden Nockenwellen. Der 1,6 Liter leistet stramme 115 PS. Facel Ya sollte ganz klar Luxussportwagen im mittleren Segment, also sprich Giulietta Spider, vielleicht Porsche 356, konkurrieren, war aber schon aufgrund des Preises nicht konkurrenzfähig. Er sollte damals fast so viel kosten wie ein Jaguar E-Type. Optisch orientiert sich die Facel Ya an den großen und äußerst luxuriösen Facel-Modellen mit V8-Motor. Amerikanische Einflüsse nehmen die Designer beim kleinen Facel kaum auf. Das klar gestaltete Heck mit den länglichen Rückleuchten. Extravagant und schick, eben typisch Pariser Haute Couture. Facel macht sich schon vor der Fertigung von Luxusautomobilen einen Namen als Karosseriebauer für andere Hersteller. Hat dann in ganz frühen 50er Jahren, so bis und mit 53, primär Karosserien für andere Hersteller gebaut. Sehr viel für Simca, etwas weniges für Bentley. Und hat dann 54 beschlossen, als Jean Daninos die Firma als Geschäftsleiter übernommen hat, jetzt bauen wir einen eigenen französischen Luxuswagen. Diese Erfahrung kommt dem Kleinserienhersteller zugute. Den Innenraum dominieren edles Leder und flauschige Teppiche. Ein Finish wie bei einem Großserienhersteller darf man aber nicht erwarten. Facel Vega sind bekannt für Armaturenbretter, die aussehen wie aus Holz gemacht, in Wirklichkeit aber aus lackiertem Blech bestehen. Bis zu 2000 Exemplare jährlich möchte das kleine französische Unternehmen vom Facel Ya verkaufen. Ein ehrgeiziges Unterfangen. Und der Plan geht gründlich schief. Der außerhaus entwickelte Motor erleidet zahlreiche Schäden. Facel bietet den Besitzern kostenlosen Ersatz an. Die kleine Automanufaktur mit der dünnen Finanzdecke steht vor dem Ruin. Der französische Hersteller schiebt eine verbesserte Motorenversion hinterher. Aber die zahlreichen Motorschäden haben den Ruf der Facel Ya ruiniert. Der bei der auf Getriebe spezialisierten Firma Société Pont-à-Mousson entwickelte Motor hat nach Vorbild von Alfa Romeo zwei obenliegende Nockenwellen und ist sehr drehfreudig. Doch auch mit dem neuen Motor bleiben sportliche Fahrer, die gerne die Leistung des Vierzylinders ausnutzen, oft mit einer zerstörten Maschine am Straßenrand zurück. Selbst der erneute Wechsel zu einem Volvo-Motor kann die Facel Ya nicht mehr retten. Es war ein bisschen eine Mischung aus falscher Ehrgeiz, falsche Selbsteinschätzung der Partner und eine schlechte Partnerschaft. Also die Autos hatten innerhalb kürzester Zeit wegen eines sehr anfälligen Motors einen so tödlichen Ruf, dass es Facel das Genick gebrochen hat. 300 Motoren tauscht Facel auf Kulanz aus. Zu viel für die kleine Firma. 1964 schließen die Tore von Facel Vega für immer. Der Plan einer französischen Luxuswagenmanufaktur ist gescheitert. Die Facel Ya ist heute die Gelegenheit für Klassikliebhaber, ein äußerst exklusives Automobil zu einem verhältnismäßig günstigen Preis zu erwerben. Rund 35.000 Euro kostet heute ein gut erhaltenes Cabriolet. Die Motoren der späteren Modelle gelten als haltbarer. Facel Ya ist sicher das richtige Auto für jemanden, der was ganz Exklusives sucht, das viele Leute zwar vielleicht erkennen als Facel, aber nicht einordnen können.
Mit der F2B, also mit der letzten Serie, war dann die Maschine halbwegs ausgereift. Also das heißt, die thermischen Probleme waren weg, die Kolben sind nicht mehr laufend durchgebrannt. Die Facelia, ein Auto wie eine Diva, mit all ihrer Faszination und ihren Macken.